Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Da dies mein erstes Video im neuen Jahr sein wird, möchte ich euch als allererstes natürlich erst einmal ein gesundes, fröhliches, sonnenreiches und lesereiches Jahr 2021 wünschen. Ich hoffe, dass ihr gut in das Jahr gestartet seid und am Silvesterabend vielleicht die ein oder andere Wunderkerze angezündet habt. In diesem Video möchte ich euch ein Buch vorstellen, welches ich letztes Jahr bereits gelesen habe, aber erst dieses Jahr dazu komme, dieses Video zu drehen und euch meine Meinung mitzuteilen. Dieses Buch wurde mir freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt, wofür ich mich als allererstes natürlich mal bedanken möchte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch wenn das Buch am Ende mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, um das mal so zu sagen. Und warum, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Und um welches Buch es sich jetzt handelt, das seht ihr wie immer jetzt. Für den 100-jährigen Todestag der Autorin hat sich der Manese Verlag entschieden, ihr Debütroman noch einmal überarbeitet zu veröffentlichen. Und zwar rede ich von Der Geschichte einer afrikanischen Farm von Odifie Schreiner. Dieses Buch wurde zum ersten Mal 1883 veröffentlicht und es handelt sich dabei um, wie ich schon sagte, ihr Debütroman. 1883 wurde dieses Buch noch unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht, was zur damaligen Zeit sehr, sehr üblich war für Frauen, die geschrieben haben. Dieses Buch hat insgesamt 537 Seiten, also die reine Geschichte. In dem Buch sind noch ein Nachwort enthalten, sogar mehrere Nachwörter und sogar noch ein Glossar, bestimmte Begrifflichkeiten noch einmal näher zu erklären und für uns besser in den Kontext setzen zu können. Ich bin dem Manese Verlag sehr, sehr dankbar, dass sie zum einen hier das Glossar angehängt haben und zum anderen auch die Nachwörter nochmal angehängt haben, denn ich finde, ohne dieses Nachwort kann man in der heutigen Zeit tatsächlich diese Geschichte nicht so gut in den Kontext setzen, weil 1883, das ist schon echt ziemlich lange her, als dieses Buch geschrieben worden ist und uns tatsächlich, also mir ist es jedenfalls sehr, sehr schwer gefallen, sich auch ein Stück weit ins 1883 zurückzuversetzen und das auch für uns, für mich so ein bisschen einzuordnen. Aufgrund dieses Nachworts ist es tatsächlich um einiges besser gelungen, die Geschichte im Nachhinein nochmal besser bewerten zu können und für mich so ein Stückchen weit auch einzuordnen, mich damit anzufreunden und vielleicht das ein oder andere nochmal ein bisschen abzumildern von meiner Kritik. Um was geht es denn eigentlich in die Geschichte einer afrikanischen Farm? Wir befinden uns, wie der Titel eigentlich schon uns verrät, auf einer Farm in Afrika um genauer zu sein, in Südafrika, aber tatsächlich wird das gar nicht näher bestimmt. Also wir befinden uns irgendwo im Nirgendwo, wie man so schön sagt. Und zwar ist weit und breit keine andere Farm in Sicht, aber auch keine andere Stadt. Also wir befinden uns tatsächlich so ein Stück weit im eigenen Kosmos dieser afrikanischen Farm und deren Bewohner. Hauptsächlich begleiten wir die drei Protagonisten M., Lydial und Waldo, die so ein bisschen das Dreiergespann bildet und auch so die Hauptprotagonisten dieser Geschichte sind. Es kommen noch andere Protagonisten vor, welche allerdings nur die drei Hauptfiguren so ein bisschen charakterlich näher beschreiben bzw. einordnen und auch so ein bisschen die Geschichte dieser Farm ein Stück weit auch prägen. Aber es geht hauptsächlich um diese drei genannten Protagonisten. M ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Gegenspieler von Lydial, aber M ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr intelligente junge Frau, die vor allen Dingen sozial intelligent ist. Also sie kann ihre Mitmenschen sehr, sehr gut einschätzen, auch wenn ihr das manchmal gar nicht so bewusst ist. Und sie ist so, ich würde sagen, so ein typisches ländliches Mädchen, was sehr, sehr gerne auf dieser Farm lebt, aber eben auch den normalen Traditionen folgt von Ehe, von Arbeit und die Bildung
also die schulische Bildung, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht ganz so benötigt wie Lineal. Lineal ist, wie ich schon sagte, auch das Gegenteil von M, aber sie ist ebenfalls sehr, sehr intelligent, aber auf einer anderen Ebene, und zwar auf der, ich sag mal, Wissensebene, und zwar sucht sie ungemein die Bildung. Sie will Wissen vermittelt bekommen, sie möchte so viel Wissen wie möglich, sie möchte sich bilden, sie möchte in die Schule gehen, und sie versagt dabei tatsächlich der Ehe. Sie möchte sich nicht ehelich binden, sie möchte sich der Ehe nicht unterwerfen und sie möchte sich auch den Männern nicht unterwerfen. Also sie bildet hier das genaue Gegenteil von M, aber auf einer ganz anderen Ebene, einfach weil sie hier ein Stück weit auch die Feministin ist. Und aus meiner Sicht, da dieses Buch ein bisschen autobiografisch angehaucht ist, habe ich das Gefühl, dass Lindial tatsächlich das Pendant zu Olivier Schreiner darstellen könnte, weil Olivier Schreiner somit, was ich über sie gelesen habe, in Bezug auf diese Vorbereitung dieses Videos und mit einer der ersten Feministinnen dargestellt wird. Und das ist Lindial auch. Sie sträubt sich halt, wie gesagt, um die Ehe, um die Unterwerfung gegenüber dem Mann, aber auch, dass sie ihr Recht einfordert auf Bildung, auch wenn sie tatsächlich sehr, sehr häufig auf Widerstand trifft. Als letztes haben wir noch den Protagonisten Baldur, also das männliche Gefüge, sage ich mal, in diesem Dreiergespann. Und er ist aber nicht der typische männliche Protagonist jetzt 1883, sondern er ist so ein bisschen gefangen in der Gesellschaft, was man von Männern in der Gesellschaft erwartet, aber auch er ist halt ein typischer Freigeist und er möchte sich eigentlich gerne freigeistig leben, aber die Gesellschaft lässt das natürlich auch ein Stück weit nicht zu, und dann ist er auch noch so ein bisschen gegeißelt zwischen den beiden Frauen, zwischen M und Lydia. Das klingt jetzt so ein bisschen schlimmer, als es ist, aber auch da wird ihn so ein Stück weit für seine Freigeistigkeit so ein bisschen so ein Korsett zwischen diesen zwei Frauen angelegt. Das passiert tatsächlich ganz unbewusst, aber ich habe es so empfunden, und ich denke, wenn alle drei Protagonisten zu einer anderen Zeit gelebt hätten, und ich vermute, so geht es Olivier Schreiner ebenfalls, dann wären das sehr, sehr starke Persönlichkeiten gewesen, sehr fortschrittliche Persönlichkeiten und die sehr, sehr viel hätten bewegen können, wenn sie nicht sogar noch auf dieser afrikanischen Farm sich befunden hätten. Wir begleiten auch die Protagonisten so auf ihre Reise, aber zentraler Punkt ist tatsächlich die afrikanische Farm. Also das ist immer der Ausgangspunkt und aber auch wieder das Ziel einer Reise. Und wir verlassen zwar ein Stück weit auch mal die Farm, aber nichtsdestotrotz ist das immer so der Angelpunkt, der Anker der Geschichte, diese afrikanische Farm. Jetzt, das ist so erstmal so die grundlegende Geschichte. Also die Geschichte wird um diese Farm und die Protagonisten erzählt. Wir haben sehr, sehr starke, sehr, sehr feinfühlige Protagonisten dabei, die sehr, sehr mit sich hadern, die nach Fortschritt, einfach gesellschaftlicher Fortschritt schreien. Und die Farm natürlich auch so ein bisschen, vor allen Dingen finde ich so für Walter, dass er da so ein bisschen eingeschränkt wird, aber dieses Korsett auch ein Stück weit braucht, um zu existieren. Grundsätzlich hat mir die Geschichte bzw. der Aufbau der Geschichte eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Das Fundament ist ja, wie ich bereits sagte, die afrikanische Farm, wo wir uns befinden. Und ich fand es sehr, sehr gut gelungen von der Autorin, dass wir eigentlich immer Ausgangspunkt einer Reise waren oder Anfangspunkt einer Veränderung und auch tatsächlich das Ende immer diese afrikanische Farm waren. Also gedanklich haben wir diese Farm nie verlassen, auch wenn wir mal wirklich woanders gewesen sind. Aber wir haben die Farm tatsächlich nicht
verlassen. Sie war immer Fundament einer Geschichte, einer neuen Entwicklung. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich hätte nicht gedacht, dass man über 500 Seiten dieses Fundament so heilen kann von dieser Farm. Allerdings muss man sagen, dass man nicht viel von dieser Farm beschrieben bekommen hat. Wir haben so bestimmte Punkte, also so das Haupthaus, wie das war, so bestimmte landschaftliche Punkte und auch noch so andere Häuser, aber das war's schon und sie bleibt so ein bisschen für mich, ja, so verschwommen, die Farm. Genauso wie, ja, die afrikanischen Beschreibungen. Ich hätte hier tatsächlich mehr erwartet, wie die Landschaft ist, wie das Wetter so ist. Ich hätte echt erwartet, dass hier beschrieben wird, wie unerträglich warm das Wetter ist, wie so die Landschaft ist. Und das habe ich einfach aufgrund auch des Titels erwartet. Und das wurde mir hier tatsächlich nicht gegeben. Sicherlich, wir haben hier die ein oder andere Beschreibung, ganz klar. Aber das war mir tatsächlich einfach nicht genug. Vor allen Dingen, weil es für mich persönlich gepasst hätte. Weil die Geschichte wird nicht unheimlich plotgetrieben. Also sie ist jetzt nicht unheimlich spannend. Wir haben hier eine sehr, sehr ruhige Geschichte. Das passt auch für mich zu den Protagonisten und war wirklich sehr, sehr stimmig. Und es hatte für mich auch gepasst, wenn da noch mehr landschaftliche Beschreibungen gewesen wären. Für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich schon viel zu viel Beschreibung, aber ich hätte mir hier wirklich noch viel, viel mehr gewünscht und es hätte hier für mich auch, für die Stimmung einfach gepasst. Das ist so mein erster Kritikpunkt, vor allen Dingen, weil ich erwartet habe, dass ich hier mehr afrikanische Landschaftsbeschreibungen bekomme, weil so hatte ich das Gefühl, dass diese Farm überall auf der Welt hätte sein können, wo es warm ist. Also sie hätte in Südamerika sein können, sie hätte im Wilden Westen, sage ich mal, in den USA sein können, sie hätte in Asien sein können, sie hätte sonst wo sein, sie hätte selbst in der Wüste Gobi sein können. Und richtig hätte ich es nicht erfahren, wenn es nicht gerade im Titel stehen würde, dass wir uns in Afrika befinden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil ich es einfach erwartet habe, dass ich da reinfalle und sofort weiß, okay, ich bin in Südafrika, ich habe da Tiere, ich habe da Dürre, ich habe da wenig Wasser, ich habe da Hitze. Das habe ich tatsächlich erwartet. Was mir ja leider nicht geboten wurde, was ich sehr, sehr schade finde. Aber vielleicht waren da auch meine Erwartungen einfach zu hoch. Die Protagonisten haben mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Besonders die drei beschriebenen, die ich euch bereits geschildert habe, haben mir wirklich gut gefallen. Sie sind so klar gezeichnet worden, so scharfkantig gezeichnet worden, auch wenn sie ineinander so ein bisschen sich ergänzen und verwoben miteinander sind. Trotzdem konnte man die ganz klar voneinander trennen, was ich unheimlich beeindruckend fand, so beim Lesen, diese Scharfkantigkeit und dass auch Anne und Lydia so gegensätzlich sind, aber beide überhaupt nicht dumm. Weil Anne sucht in der Zeit einfach einen Ehemann, sie möchte gerne heiraten und auf dieser Farm leben. Und ihr ist Bildung tatsächlich gar nicht so wichtig, also die klassische Bildung. Aber nichtsdestotrotz ist Lydia M. so sozial intelligent, sie verspürt so Feinheiten in den Charakteren, sie kann Menschen unheimlich gut einschätzen, was Lydia total fehlt, obwohl sie so nach Wissen schreit und sie lernt auch unheimlich viel und sie weiß am Ende auch tatsächlich eine ganze Menge, aber ihr fehlt halt diese soziale Intelligenz so ein bisschen, was ich total faszinierend fand, dass man das so klar abtrennen konnte und trotzdem beide Frauen so intelligent auf einen gewirkt haben und zu dieser Zeit, 1883, und ich fand es unheimlich gut gelungen, die Charaktere, wie waren sie so deutlich in diesem Nebel der Farm, sag ich mal. Und das hat so ein bisschen auch diese Unschärfe der Beschreibung der Farm so ein bisschen wieder gut gemacht, dass die Charaktere tatsächlich so klar gezeichnet sind.
Und dann kommen wir mal zu so, naja, meinem Sorgenkind, was ich so generell auch mit der Geschichte hatte und auch mit den Protagonisten. Wir befinden uns ja jetzt nun im 1883, also ja, in Jahren. Also er ist zwar das Buch veröffentlichen, aber so ganz genau wird es halt nicht beschrieben, wann die Geschichte spielt, aber ich denke mal, dass sie so um die Zeit auch spielt. Haben wir hier eine Geschichte, die sehr, sehr religiös behaftet ist. Wir haben sehr, sehr viele Zitate aus der Bibel, aus dem Neuen und Alten Testament und so weiter. Und wer überhaupt nicht religiös ist und wer das überhaupt nicht in Zusammenhang setzen kann, dem macht es die Geschichte auch nochmal schwer. Ich habe mich da so ein bisschen durchgebissen, weil ich immer auf diese Leckerbissen der Geschichte gewartet habe. Und zwar ist es so, dass bei diesen drei Protagonisten nicht immer religiöse Aussagen kommen mit Bibelzitaten oder mit Weisheiten, wie man religiös zu leben hat, sag ich mal, sondern auch Gespräche, die sehr, sehr tiefsinnig sind, die auch heute noch in diese Zeit passen, vor allen Dingen so in den Feminismusgedanken. Und das sind so Gespräche, die diese Geschichte tatsächlich aufgeheitet haben, neben den sehr, sehr zähen Passagen, wo es tatsächlich sehr, sehr viel um Religion geht, im religiöses Leben. Und das macht es tatsächlich sehr, sehr schwer, diese Geschichte zu lesen, meiner Meinung nach. Ich habe, wie gesagt, wirklich dran gezerrt oder beziehungsweise diese klaren, treffenden Aussagen, die auch in die heutige Zeit noch passen, haben mich tatsächlich zum Durchhalten gebracht, weil ich die Aussagen auch so, die haben sich so, ja, so gut angefühlt, die Aussagen, die so, naja, so Lebensweisheiten ohne religiöse, unterschwellige Aussagen waren, die einfach so klar, präzise formuliert waren und die auch noch in die heutige Zeit passen. Das hat mich tatsächlich durchgehalten, diese 500, über 500 Seiten der Geschichte zu lesen. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum ich sage, wenn ihr überhaupt nichts mit Religion anfangen könnt, das Testament und religiöse Gedanken für euch überhaupt nichts ist, dann würde ich sagen, lasst die Finger von die Geschichte einer afrikanischen Farm tatsächlich. Ich glaube, es bringt nichts und das habe ich halt auch so ein bisschen bei meinem Lesen gemerkt, dass es einfach nichts bringt, da durch die religiösen Sachen und durch die religiösen Zitate, Glaubenszitate, sich da durchzubeißen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, wenn ich irgendwo noch eine Zusammenfassung gefunden hätte, quasi wo dieser religiöse Teil so ein bisschen oder der Glaubensteil so ein bisschen rausgefiltert wurde und ich nur so die Stellen bekommen hätte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Weil es gibt zum Beispiel ein komplettes Kapitel, vielleicht findet man das im Netz, wenn man das googelt, was mir tatsächlich gefallen hat. Und zwar heißt dieses Kapitel Lundial und wenn man es ausspricht, ich hoffe es, und da hält sie einen Monolog quasi. Sie spricht mit Waldo und da hält sie einen sehr, sehr langen Monolog in diesem Kapitel und da spricht sie tatsächlich über die Stellung der Frau, was mit der Frau ja im 19., 20. Jahrhundert ja so angestellt wird, wie man sie unterdrückt und dass man sich dagegen wehren muss, dass man Bildung erfahren muss. Dieses Kapitel habe ich so wahnsinnig schnell gelesen, weil es einfach so ein unglaublich gutes Kapitel ist. Aber ich schaue nochmal, auf welcher Seite das ist. Bis man dahin kommt, das ist auf Seite 299, muss man sich schon ganz klar durchkämpfen um die ganzen Bibelzitate, um das religiöse Leben, was man darf und was man nicht darf, für was, wer, wann, wie, wo verantwortlich ist laut der Bibel, religiösen Leben. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, hier muss das einem wirklich sehr, sehr bewusst sein, dass hier der Glaubensanteil, der christliche oder katholische Glaubensanteil, ich weiß es gerade gar nicht, nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin halt einfach religiös nicht so oder kirchlich nicht so bewandert, dass ich das sagen könnte. Das muss einem hier tatsächlich bewusst sein, wenn man dieses Buch
lesen möchte. Vielleicht findet man noch tatsächlich auch gute Auszüge, wo die wirklich guten Stellen ja beschrieben werden. Vielleicht findet man da was. Wenn ich schaue dann nochmal im Netz, wenn ich dieses Video schneide, vielleicht kann ich euch das unten nochmal verlinken. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass das so in den ja, Beschreibungen im Netz gar nicht so auftaucht. Auch in der Klappentext und auch hier nochmal in der Beschreibung wird das überhaupt nicht so richtig deutlich, was auf einen in dieser Geschichte eigentlich zukommt. Da man jetzt sich hier in der jetzigen Zeit tatsächlich sehr, sehr ja, durchbeißen muss, wenn man jetzt nicht sehr religiös ist. Ich kann es nicht so gut einschätzen, wie es wäre, wenn man religiös ist, aber vermutlich hätte man dann nicht ganz so stark Schwierigkeiten. Aber ich glaube, auch dann müsste man sehr, sehr gläubig sein und sehr, sehr bibelfest und müsste man tatsächlich das Neue und Alte Testament sehr, sehr gut kennen. Wer damit nichts anfangen kann, dem kann ich dieses Buch tatsächlich nicht empfehlen. Ich würde, glaube ich, zu anderen Büchern greifen, um das afrikanische Literatur zu erfahren. Ich glaube, das ist ja sehr, sehr, ja, ungünstig, dieses Buch, um ja, also die erste afrikanische Literatur zu schauen. Aber was ich finde ist, dass wir hier ein erstes feministisches Werk haben. Das spürt man sehr, sehr deutlich. Vor allen Dingen halt, weil Olivier Schreiner einfach nur mal so eine der ersten Feministinnen ist, beziehungsweise dazu gezählt wird und man hier tatsächlich feministische Gedanken bekommt. Erste feministische Gedanken. Ich meine, wir sind 1883 und dafür sind sie wahnsinnig gut beschrieben, sie sind auf den Punkt gebracht und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön an diesem Werk und aus dem Grund bedauere ich es nicht gelesen zu haben, kann es aber tatsächlich nur ja, eingeschränkt empfehlen, wer viel Durchhaltevermögen hat und wer sich zu den guten Stellen vorarbeiten kann, dem kann ich und sehr, sehr viel Geduld hat, dem kann ich dieses Buch tatsächlich aber nur eingeschränkt empfehlen. Ich musste tatsächlich aufpassen, dass ich nicht in eine kleine Leseflaute durch dieses Buch komme, weil, wie gesagt, man muss schon sehr, sehr viel Durchhaltevermögen haben, aber ich habe es so ein Stück weit verhindern können, indem ich nebenbei noch andere Bücher gelesen habe, was das Buch dass die Geduld ein bisschen besser durchgehalten hat, sage ich mal. Worüber ich sehr dankbar bin, ist natürlich zum einen, dass mir der Manese Verlag dieses Buch zur Verfügung gestellt hat, aber auch, dass nach der Geschichte immer noch ein Nachwort angehängt wird. Ich glaube, dass das der Manese Verlag immer in den in den Klassikern anhängt und damit man einfach besser das Werk nochmal in Kontext setzen kann. Hierbei war ich tatsächlich nochmal um einiges dankbarer, dass dies geschehen ist, weil es hat mir tatsächlich nochmal die Geschichte noch für mich in ein besseres Licht gerückt. Aber was ich sehr, sehr schade fand, war, dass es kein aktuelles Nachwort war, weil das Nachwort ist auch schon relativ alt. Und ich weiß gar nicht, von wann es war, aber es war auch nicht mehr das Neueste, was ich sehr schade fand. Aber auch das Nachwort, was hier hinten dran gehangen wird oder dran gehangen wurde, passt definitiv noch und sorgt dafür, dass man ja die Geschichte in den Kontext setzen kann. Wenn einer von euch darunter ist, der dieses Buch kennt und auch die Geschichte schon gelesen hat, würde es mich sehr freuen, wenn wir in den Kommentaren über dieses Werk diskutieren könnten, weil ich habe tatsächlich noch nicht viele gefunden, die diese Geschichte kennen und auch gelesen haben, weil ich finde schon, es gibt schon den einen oder anderen Punkt, den man gut diskutieren kann, über den man nachdenken kann zusammen und ich würde mich natürlich über jeden Kommentar aber auch so freuen. Wie gesagt, ich kann die Geschichte nur sehr eingeschränkt empfehlen, weil einfach dieser religiöse Touch, sage ich mal, doch sehr, sehr groß ist und eine sehr zentrale Rolle hier spielt. Und wenn man da keinen Bezug hat, dass die Geschichte sehr, sehr schwer zum Lesen macht.
die einzelnen Punkte, die ich angesprochen habe, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die immer mal so helle Punkte in der Geschichte waren, muss man schon sehr, sehr viel Geduld haben, um sich da vorzuarbeiten. Und ja, ich möchte euch nur warnen, bevor ihr dieses Buch anfangt zu lesen. Ich möchte nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist, überhaupt nicht, denn es hat wirklich seine gute Zeiten und ich denke, 1883 war es vermutlich ein sehr, sehr gutes Buch, vor allen Dingen einfach, weil da der religiöse Zusammenhang, also das religiöse Leben einfach noch viel, viel zentraler war. Aber in die heutige Zeit macht es das natürlich noch sehr, sehr schwer zum Lesen. Ich werde mir trotzdem mal schauen, ob ich noch andere Werke von Olivier Schreiner finde, beziehungsweise was sie noch so geschrieben hat, weil die Zeichnung ihrer Protagonisten und die Gedanken, die sie schon hier drin noch verpackt hat, fand ich sehr, sehr gelungen. Und ich weiß gar nicht, ob sie noch was veröffentlicht hat. Jetzt habe ich in meiner Recherche gar nicht mehr geschaut. Aber ich werde definitiv mal schauen. Ja. Und aber was ich noch sagen wollte ist, das ist aber nur so ein Fun-Fact nebenbei. Ich habe mal wieder gemerkt, dass dieses Format dafür sorgt, dass ich wesentlich langsamer lese als bei normal großen Büchern. Und ich weiß nicht, an was es liegt, dass dieses Format dafür sorgt, dass ich so langsam einfach lese. Geht es euch eigentlich auch so bei diesem Manese Verlag, die Büchern, die ja nur so klein sind, so in so eine Hand passen? Ich finde, zum Lesen sind die unheimlich gut, so handlich, und die wären nicht schwer in der Hand, aber ich brauche für eine Seite unheimlich lange. Aber ich weiß nicht, an was es liegt. Und dann möchte ich natürlich nochmal sagen, dass dieses Cover unheimlich schön ist. Dass dieses Cover unheimlich schön ist und ich mich in dieses Cover so sehr verliebt habe. Aber auch diese Farbe, ein sehr, sehr schönes Buch, wie ich finde. Zum Abschluss möchte ich mich beim Manese Verlag nochmal bedanken, dass sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben, aber auch, dass ihr bisher hier dran geblieben seid. Ich würde mich wie immer über einen Kommentar unten freuen und wenn wir nochmal in die Diskussion über dieses Buch gehen könnten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf. Bis dahin, tschüss!